eine Funktion zeigen, die es in Mastercam schon etwas länger gibt, die die meisten aber so eigentlich gar nicht kennen. Geht um das Einlesen von Grafikdateien, also Bilddateien in Mastercam. Und diese Bilddateien kann man dann mit Rändern versehen, also vektorisieren. Und diese erzeugten Ränder, diese Geometrien, die da entstehen, lassen sich dann weiterverarbeiten fürs Fräsen beispielsweise. Oder um aus diesen Geometrien halt vielleicht irgendwelche Modelle zu kreieren. All das kann ich damit machen und diese Funktion, die finde ich in dem Reiter-Drahtmodell, nennt sich Raster zu Vektor oder auch Rast to Vec. Ich öffne die mal, klicke mal auf Ja und dann kann man sich hier Grafikformate oder Dateien, Bilder anwählen. Unterstützt werden in Mastercam Bitmaps, JPEGs und PNG-Dateien. Ich nehme jetzt hier unten mal so eine PNG-Datei, öffne die direkt und habe natürlich einen guten oder einen idealen Zustand. Ich habe eine gute Konvertierung hell-dunkel, ne? Also schwarz-weiß in dem Fall, Hintergrund ist hell. Mein Bild lässt sich gut rendern hier, weil die Ränder gut zu sehen sind, weil sie einfach klar und dunkel auf dem Hintergrund hervorstechen. Ja, und so kann man natürlich jetzt gut auch diese Ränder vektorisieren, ableiten an solchen guten Bauteilen sozusagen, ne? Gute Konvertierung, schwarz-weiß, hell-dunkel. Gibt natürlich auch noch andere Beispiele, wo es vielleicht nicht so ideal ist, mal zum Zeigen, wenn wir so Schattierungen mit drin haben in Bauteilen. Sowas wie hier, dann arbeitet man mit diesem Schwellenwert. Ich habe hier so einen Schieberegler, den ich jetzt so ein bisschen schieben kann, links und rechts, dann mehr hellere Nuancen da so ein bisschen rausfiltern kann. Also den helleren Anteil so ein bisschen mehr sichtbar mache oder rüberschiebe in den dunkleren Bereich. Na, da kann man jetzt ein bisschen mit spielen. Abhängig das Ganze auch immer von der Qualität der Bilder, mit welcher Auflösung die fotografiert oder gespeichert worden sind. All das trägt auch maßgeblich zum Erfolg des Ergebnisses bei nachher. Ne? Das ist ganz klar. Gehen wir wieder zurück in das erste Beispiel. Also auch ganz klar, natürlich Qualität der Fotos, der Bilder ist immer abhängig auch vom Ergebnis nachher. Okay, wir müssen also hier relativ wenig filtern, weil ich habe eine gute Konvertierung hier schon. Kann also sofort weiterklicken. Dann kann man noch ein bisschen nach Auflösungen so ein bisschen filtern, nach DPI-Auflösungen von fein bis grob oder grob bis fein in dem Fall. Nehme ich jetzt eine Auflösung von 800, auch da ist es immer so, abhängig von der Qualität, muss man ein bisschen probieren. Ich kann sofort die Ränder erzeugen, kann auch verschiedene Geometrieattribute hier vergeben, ob ich lieber Splines haben möchte, ne, oder ob ich diese Ränderung lieber als Bögen oder als Linienbögen aktivieren möchte. Feine oder grobe Ecken, auch das lässt sich hier einstellen. Wenn ich Splines aktiviert habe, lassen sich eben diese auch wieder filtern über Parameter und dann mit speziellen, mach die mal auf, Spitzenfilter, Glättungsoptionen sozusagen kombinieren und das Ergebnis nochmal so ein bisschen ja, zu meinen Gunsten beeinflussen, ne? Wenn man das dann möchte. Okay, ansonsten würde ich das Ganze einmal mit OK bestätigen. Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, die Renderung sozusagen und sieht natürlich in dem Fall ja, nicht so optimal aus, ne? Das heißt, ich würde jetzt gar nicht groß probieren zu filtern, sondern einfach mit einer anderen Auflösung arbeiten. Breche das hier oben mal ab, gehe jetzt auf eine Auflösung, nicht unbedingt feiner, ich würde sogar etwas gröber versuchen, weil das sind immer so Geschichten, das muss man halt probieren nachher und einfach mal mit OK bestätigen. Sieht schon deutlich besser aus jetzt in dem Fall. Jetzt kann man immer noch mal ein bisschen nachglätten, wenn man möchte, wenn es noch nicht reichen sollte, ne? Aber jetzt aus Zeitgründen will ich einfach mal sagen, okay, das ist erstmal in dem Fall okay. Soll erstmal reichen für unser Beispiel. Okay. Das Ganze wird gerendert. Ja, und ich möchte jetzt daraus ein Modell erstellen, um mal zu zeigen, wie das geht. Ich würde mir jetzt einfach mal hier komplett noch einen Kreisbogen, wie so eine Medaille drumherum legen. Das Ganze einfach mal mit einer Kreiskontur versehen. So ein bisschen anpassen. Ungefähr mittig, ist nicht ganz hundertprozentig. So. Das ein bisschen vom Wert her ein bisschen ändern, vom Durchmesser her, vom Radius, okay. Und ja, jetzt würde ich anfangen, vielleicht noch die Farbe etwas zu ändern.
mal auf schwarz wechseln und dann kann ich Ihnen mal zeigen mit ganz wenig Aufwand, wie Sie daraus eine Medaille, ein Modell erzeugen, in Kombination Bild einlesen, vektorisieren und so eine Art 3D-Modell erhalten, mit dem maximal oder minimal, mit einem minimalen Aufwand sozusagen. Okay. So, jetzt beginne ich mit dem Austragen des Bauteils und mit einer Solid-Funktion mache ich mir daraus jetzt eine Medaille. Gehe auf die Solid-Funktion, klicke auf Austragen und beginne jetzt mit wenig Aufwand einfach daraus ein Modell zu erstellen. 5 mm soll die Höhe sein von dem Bauteil. Das Ganze drehe ich einmal um. Okay, so, das heißt, der Ring außen ist schon soweit fertig. Einmal das Ganze zuweisen. Jetzt werde ich die Innenbereiche ein bisschen anheben. Dieser Bereich, den werde ich ein bisschen nach oben ziehen. Auch hier werde ich einfach den Aufsatz hinzufügen. 3 mm in dem Fall. Drehe mal die Richtung um. Ja, und erhalte hier sofort meinen erhabenen Bereich. Auch da mache ich sofort weiter. Und jetzt geht es wirklich Stück für Stück. Geometrie verketten, habe es ein bisschen durchleuchtet, damit man es gut sehen kann. Werde die Bereiche hier gleich austragen. Okay. Den Bereich auch gleich mitnehmen. Kleineren Bereiche ebenfalls. Werde ich sofort schneiden. Ja, sieht man, auch hier entsteht jetzt mein Körper Stück für Stück. Zuweisen. Werde die beiden Ketten, natürlich die Ketten sollten laufen, ganz wichtig eigentlich, ne? Hier oben gleich den Bereich mit rausheben, wie so ein Relief praktisch rausstehen lassen. Auch das eigentlich eine einfache Funktion. Okay. Ja, und dann wirklich noch die kleinen Reste nochmal nacharbeiten. Sprich sowas wie hier. Kann man nochmal rausziehen, Aufsatz hinzufügen und den Rest will ich einfach nochmal schneiden. Hier oben die Geometrien, den Schriftzug. Direkt anwählen und vielleicht diese beiden auch noch mit dazu nehmen. Ja, und das war es eigentlich schon. Okay, den schneiden wir jetzt einmal in der Vorschau zu sehen. Ja, dann haben wir es eigentlich schon. Sag okay. Ich werde das Ganze einmal schattieren, machen wir eine kleine Faser außen mit dran an diese Medaille. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit all den Funktionen zu arbeiten und eben Bilder einzulesen, zu rendern, Phasenbreite, Millimeter oder zwei, würde ich mal so lassen, okay. Und eben aus diesen Bildern solche Sachen zu erzeugen, wie wir sie hier gerade gesehen haben, oder eben auch, wie gesagt, fürs Fräsen zu nutzen. Ne? Das können Sie mal ausprobieren, schöne Funktion und macht halt auch Lust auf mehr.